Guten Abend, ihr lieben Herz. Ursula, ich sehe dich. Ursula Carven schaut zu, wie schön. Und ihr alle auch. Guten Abend, ihr Lieben da draußen. Guten Abend, es ist 22.15 Uhr. Es ist Sonntag und ich bin total geschafft. Heute bin ich geschafft. Ich weiß nicht, was mit mir los ist. Ich glaube, das war alles zu wild für mich heute. Ich hoffe, hoffe, ihr habt gewählt. Ich meine, jetzt ist ja sozusagen vor der Wahl ist nach der Wahl und nach der Wahl ist vor der Wahl. Und alle feiern sich, als wären sie Sieger. Ich kann nur sagen, alle waren Sieger, auch wenn einer nur gewinnen kann. Ja, also egal was ist, ich finde es einfach wichtig, dass wir da heute hingegangen sind, dass wir gewählt haben. Ich stand da heute Morgen, stand vor diesen Zetteln und habe gedacht, ja, was tue ich jetzt? Wahrscheinlich ging das vielen von euch auch so. Ich finde ganz toll, dass ihr dazugekommen seid, trotz Wahlabend und trotz, dass auf allen Kanälen die Wahl läuft. Wir fangen an, ihr Lieben. Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu Ulis Stille Wörtchen, wo endlich mal Zeit ist, in Ruhe zu reden. Begrüßen Sie mit mir unsere wundervolle Gastgeberin, Elena Ulich. Guten Abend, herzlich willkommen zu Ulis Stille Wörtchen, wo wir endlich mal in Ruhe reden können. Es ist Sonntag, es ist jetzt schon 22.16 Uhr. Die Bundestagswahl ist vorbei. Quasi entschieden, es wird auch noch ausgezählt. Ja, ich sitze auf meinem kleinen stillen Örtchen und bin heute ein bisschen durch den Wind. Ich habe nämlich gestern Abend etwas gesumpert mit dem Herrn Karl. Wir waren nämlich, haben uns davon gestohlen, waren was essen und ein bisschen haben ein Gläschen gehoben. Und dann sind wir durch die Stadt marschiert und es war die Hölle los. Es war wirklich die Hölle los. Es sind ja hier Wiesen, also man feiert jetzt sozusagen Wiesen. Also es gibt ja kein Oktoberfest, aber es gibt sozusagen Wiesen-Oktober, also Wirt-Oktober, ich weiß es auch nicht. Auf jeden Fall feiern überall sind Leute in Tracht unterwegs und wir sind einfach durch die Menge gegangen und fanden das wahnsinnig spannend und dann hatte ich so einen Appetit, kennt ihr das, auf ein Eis und sind dann zu diesem, da war ich ewig nicht, also nennen wir es doch beim Namen, das große M. Da fahre ich sonst nur hin beim Drive-In, wenn wir nach Österreich fahren. Aber ich war ewig nicht mehr freiwillig da, aber ich hatte so einen Hunger auf ein Eis und es gab keinen Eisladen mehr, der offen hatte. Und da muss man jetzt an so Countern bestellen, das ist ganz schrecklich. Also da habe ich so gedacht, also da gibt es ja gar keine Menschen vorne, sondern du musst an so Computern dein Essen bestellen. Und da habe ich gedacht, wo sind wir denn hingekommen? Meine Kinder lernen das jetzt nur so, genau wie meine Kinder ja auch von Anfang an lernen, mit dem Handy umzugehen, was wir ja alles nicht hatten. Ich habe noch gern bei Menschen bestellt und nicht Abholnummern, Scheine bekommen und so. Aber das ist so, Freitag bin ich wiedergekommen aus Berlin. Das war eine schöne Woche. Ich hatte einen sehr schönen Dreh. Weil ich sage immer, letzte Ausfahrtglück. Es ist aber nächste Ausfahrtglück und das wird nächstes Jahr kommen. Und natürlich habe ich den halben Cast eingeladen auf Stille Örtchen. Und viele haben auch zugesagt. Und ich hatte einen herrlichen Dreh, weil aus irgendeinem unerfindlichen Grund, und das hat man normal nie als Schauspieler, hatte ich pro Tag ein Bild. Ich wurde zwar früher geholt, weil der Hauptcast sozusagen, ich habe mir eine Maske geteilt und dann war ich praktisch, bin früher geschminkt worden und dann saß ich halt rum und habe ein bisschen gearbeitet und sowas, aber ich hatte quasi nur ein Bild und habe die restliche Zeit versucht, das Geld auf den Kopf zu hauen. Und habe meine Freundin getroffen in Berlin und das war irgendwie, war das ganz schön. Das war so, ich habe zwar zu Hause wahnsinnig vermisst, weil ich möchte euch eine kleine Anekdote aus meinem Leben erzählen. Mein kleinerer Sohn war auf Klassenfahrt. Und die Frage war, wenn was ist, dass er abgeholt werden kann. Und natürlich klingelte bei mir abends um 10 in Berlin das Telefon. Mama? Und dann habe ich gesagt, ja. Und dann, Mama? Ja, warte, ich gehe mal zur Seite. Mama! Mama! Und dann habe ich gesagt, okay, ich hole dich ab. Und dann war der Herr Karl zu Hause. Meine Tochter war krank und ich wusste, der kann irgendwie jetzt nicht fahren. Dann habe ich ein befreundetes Paar angerufen und habe gesagt, der Worst Case ist eingetroffen, kannst du bitte rausfahren und den Sohn holen? Und dann haben die mich aber von der Klassenfahrt wieder angefangen und gesagt, es geht ihm jetzt blenden. Dann habe ich gesagt, ja, natürlich geht es ihm jetzt blenden, weil er weiß, er wird abgeholt. Und dann wurde er abgeholt, musste aber am nächsten Morgen wieder hingebracht werden, weil es ja Schulpflicht ist und Klassenfahrt Schulpflicht ist. Und am Abend um 11 habe ich wieder den Anruf gekriegt in Berlin. So, und so sind die Tage vergangen. Das heißt, ich habe in Berlin auch nicht so viel geschlafen, weil ich mich dann sozusagen drum gekümmert habe, mit anderen Eltern telefoniert habe, die dann das Kind wieder rausfahren können und sowas. Und dann bin ich wiedergekommen am Freitag und ich habe die Wohnung wirklich, ich finde, gut verlassen. Herr Karl war der Ansicht, es ist gut, dass er wieder da ist, weil der Mann im Haus macht es doch wirklich besser.
hat die Wohnung aufgeräumt. Ich fand, ich habe sie aufgeräumt hinterlassen. Er hat auch meinen Schreibtisch aufgeräumt. Dann bin ich am Freitag gekommen und habe gedacht, jetzt muss ich mich da irgendwie einbringen. Ich muss die ganze Wohnung umstellen und habe gestern die Wohnung umgestellt mit dem Erfolg, dass ich festgestellt habe, uns fehlt ein Schrank. Herr Keim meinte, ich könnte Sachen wegschmeißen. Ich habe beides gemacht. Ich habe mir einen Schrank organisiert und ich habe Sachen weggetan. Und genau, ja, so ein Stress ist heute. Und dann, ja, genau, so war das. Wie geht's euch denn? Wie habt ihr denn dieses Wochenende verbracht? Das könnt ihr mir auch mal schreiben. Dann freue ich mich wahnsinnig, dass die Marion Kracht heute kommt. Ja. Oh, wen sehe ich denn da? Liebe Marion, ich sehe gerade jemanden, den muss ich kurz begrüßen, einen guten Abend wünschen. Elena! Hallo, mein Herz. Ich möchte dir einen schönen Abend wünschen. Mir ist was ganz... Mir ist ganz was Doofes passiert. Was denn? Du bist angezogen. Du hast sie in die Spülmaschine getan. Ach, Mensch, Ferdinand. Ferdinand, da steht doch drunter, ob man es in die Spülmaschine machen darf oder nicht. Ach, Ferdinand. Jetzt ist nur noch der I-Punkt von Ficker übrig. Ja, aber dann schreib's doch mit dem Edding nach. Und dann wäschte sie halt nicht mehr. Hast du ein Edding? Schreib drauf, Ferdi. Ich war so traurig, als ich Idiot die aus dem Geschirrspüler rausgemacht habe. Ja, aber was machst du denn auch? Sowas macht man doch nicht in den Geschirrspüler. Ja, ich hab irgendwie ganz Gedanken verloren. Habe ich die in den Geschirrspüler gemacht und als sie rauskam, stand da... Männer, alle schreiben Männer, das finde ich auch. Hast du es jetzt draufgeschrieben? Ja, ich schreibe das jetzt, während wir hier quatschen. Jetzt wollte ich dich schon schreiben, ich habe jetzt auch schon mittlerweile einen Frosch im Hals. Ich glaube, meine Tochter hat mich angesteckt. Ich glaube, Ferdinand, ich wollte dich gerade fragen, ob du wählen warst, aber du kannst ja gar nicht wählen, du bist ja Österreicher. Ich kann nicht wählen, nee. Ich kann nicht wählen, aber... Ich musste sehr lachen über deine Geschichte zum Thema, also ist ganz was anderes, zum Thema, warte mal, wie schreibt man dieses komische A? Zum Thema Mäcki. Wie schreibt man Ficker? Nee, aber mit das A, wie man das schön sozusagen, jetzt habe ich es. Was wolltest du fragen, Ferdinand? Das gibt es ja bei uns schon länger mit diesem Bestellsystem, mit diesem komischen. Ich finde das ganz schlimm. Mit diesem Personal. Schlimm. Da ist sie wieder! Die Fingertasse, yes! Yes! Aber warte mal, wenn ich jetzt ganz fancy... Ja, also du findest das ganz... Ferdinand, du wirst jetzt für nächste Woche eine neue Tasse bestellen. Ich muss jetzt mal schauen, wo die Marion ist, mein Hase. Hörst du mir? Ja, zu. Okay. Ich höre dir zu. Ich versuche gerade nur noch was anderes, weil es ja immer so blöd ist, weil es ja spiegelverkehrt ist. Jetzt nicht andersrum schreiben. Du bist bekloppt. Wenn du mir jetzt noch eine... Du machst die Tasse kaputt. Nee, wenn du mir jetzt noch... Du machst es nur noch schlimmer. Wenn du mir eine Sekunde noch gibst, bevor du die Marin holst, die wird es verstehen, weil das ist for the sake of the Fickertasse. Ich kann dir nur erzählen, dass mein Herr Karl mir einen Schalen Bellini hingestellt hat. Herr Karl, der Bellini ist Schal. Schal Bellini, was ist das? Bellini. Schaler Bellini, da ist die Kohlensäure raus. Hast du es? Ach so, ein Schala Bellini. Oh je, das ist schlecht. Das ist schlecht. Jetzt pass mal auf. Ferdinand, die Leute langweilen sich. Du musst Lack drüber machen, bitte. Zeig. Yes, jetzt kann man es endlich lesen. Yes. Ja. So, ich wünsche dir in diesem Sinne mit der Fickertasse ganz viel Spaß. Und bald kommst du mal länger, aber wir müssen viel bequatschen, mein Herz. Ja, wir müssen ganz viel bequatschen. Das ist fürchterlich. Ja. Wirklich, es wird anders sein. Ja, das machen wir demnächst in Ruhe. Ja? Ich schicke dir ein dickes Pussy, ganz viel Spaß. Abend. Ich dir auch. Tschüss. Pass auf dich auf, Ferdinand. Tschüss. Du auf dich. Tschüss. Tschüss. Macht der Ferdinand die Tasse in den Geschirrspüler? Ich meine, das ist ja ein Anfängerfehler. Das wissen wir doch alle, bis man das nicht macht, oder? Also ich meine, wir wissen das. Aber viele wissen das halt nicht. Was schreibt ihr denn da gerade? Ihr seid stecken geblieben. Ihr seid alle stecken. Marion! Was machst du da? Du trinkst schon mal. Prost!
Prösterchen! Ich bin mit Schal, nicht Schal. Yeah! Ach ja, du könntest noch, ich weiß, dass du das Handy irgendwie komisch aufgebockt hast, du könntest noch ein bisschen höher mit deinem Kopf kommen. Mit meinem Kopf? Ja. So? Dann könnte ich mich höher setzen, ne? Du könntest so ein Kissen unter den Popschen machen, wie man das beim Dreh immer macht. Das Ganze steht hier auf dem Mülleimer, deswegen kann ich, den kann ich nicht schrumpfen. Du stehst auf dem Mülleimer oder das Handy? Das Handy steht auf dem Mülleimer. Ich bin nämlich in einem Hotelzimmer und da irgendwie fehlte da der Aufbau. Ja, das und im stillen Örtchen ist überhaupt kein Empfang. Hast du es alles gecheckt, oder was? Total gecheckt. Ist das nicht schön, meine Lieben? Marion Kracht ist hier. Marion, ich muss dir was sagen. Ich habe ja festgestellt, du bist ja gar nicht viel älter als ich. Aber du hast viel früher angefangen. Und deshalb habe ich meine Jugend mit dir verbracht. Ja, viele. Viele? Ich höre das ja manchmal so. Mein Gott, mit ihnen habe ich die Jugend verbracht. Sie sind aber auch alt geworden. Oh Gott, nein, wirklich? Ja, sag ich, sie auch, sie auch. Das ist ja schrecklich. Wirklich, sagen die Leute? Nein, das ist natürlich nett gemeint, weil sie selber sind ja auch älter geworden, weil sie haben mich ja sozusagen als Kind gesehen und da waren sie selber Kinder und jetzt bin ich erwachsen und dann bin ich älter geworden und so ist das halt. Ne? Ja, aber ich habe zum Beispiel, ich habe wahnsinnig, was ich ja wirklich sagen muss, also ich weiß, man ist ja als Schauspieler, wird man nicht gern auf die Rollen ja oft, irgendwann ist ja fahl, wenn man immer auf das angesprochen wird, was vor 30 Jahren gewesen ist. Ne? So, aber ich habe ja ein Heim für Tiere immer gesehen als Kind oder als Jugendliche. Und dann sind diese Drombusch sind an mir völlig vorbeigegangen. Echt? Ja, ich habe nicht ein... Es gab doch nur zwei Programme, du konntest gar nicht. Nein, aber ich habe, ich schwöre dir was, ich habe das jetzt nochmal nachgegoogelt, 85 ging die an den Start. Kann sein, ja. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Ich habe das nie gesehen. Ich weiß nur, dass das in Deutschland ja sozusagen ein Straßenfeger war. Und wenn man sich ja mal vorstellt, das kriegt ja heute so eine Einschaltquote, würden ja nur, wer würde das noch kriegen? Die Weltmeisterschaft, Finale, wenn überhaupt? Ja, 62%. Ich habe noch so ein Telegramm. Also, kennt ja heute keiner mehr. Ich kriegte noch ein Telegramm vom ZDF. Na. 62% Einschaltquoten, ja. Unfassbar, ne? Unfassbar. Stell dir mal vor, ja. Damals hätte es Instagram gegeben. Dann wärst du eigentlich jetzt schon Millionen. Dann wärst du ein Megastar. Ein Megastar. Total. Und jetzt gehören wir halt zum alten Eisen, aber das ist uns völlig wurscht. Völlig wurscht. Völlig wurscht. Sag mal, und deshalb weiß ich auch gar nicht, gab es denn nochmal wie bei der Schwarzwaldklinik ein Revival von diesem Drombusch oder nicht mehr? Nee. Da wurde drüber nachgedacht, tatsächlich, also ich bin auch gefragt worden, aber dann war es einfach so, Strack war tot, dann starb noch Witter und dann wurde irgendwie gesagt, auf den Drombusch liegt ein Fluch und ich wäre ja noch eine der wenigen Überlebenden. Gut, dann will man das aber auch nicht nochmal drehen. Dann sollte man es lieber... Weil die waren einfach alt. Sorry, aber dann stirbt man irgendwann. Irgendwann stirbt man, ja, so ist es. So ist es. Ja, der ist ja bescheuert. So, und dann habt ihr das, also wann habt ihr aufgehört? Da fragst du mich jetzt was. Keine Ahnung. Also, als es vorbei war. Als es vorbei war. Du bist ja auch, das habe ich auch gesehen, ich ja auch, du bist ja auch mit dem Traumschiff um die Welt gereist. Ja. Das heißt, du kennst auch noch den guten alten Rademann. Natürlich kenne ich den. Ich auch, herrlich. Der war so toll, oder? Der war wirklich toll. Der war wirklich toll. Ihr Lieben, also, kennt ihr nicht? Es war ein Produzent, wie es ihn heute, glaube ich, sowas gibt es nicht mehr. Oder? Ja, aber ich meine, er war manchmal auch ein bisschen, wie sagt man, Berliner Schnauze. Also ja, hatte total. Du, wie der mit der muss immer umgehen können. Wie der mich besetzt hat, hat er angerufen und gesagt, pass mal auf, Kleine, ich habe da eine Rolle. Das ist eigentlich keine, dann wollte ich einen Statisten besetzen, dann hat die Regisseurin gesagt, nee, und dann habe ich an dich gedacht. Da habe ich gedacht, na super, egal, kommen wir hin. Du, der konnte ja, der konnte Kinder nicht ausstehen. Null, ne? Der hat mich auch nie wieder besetzt, wie ich Kinder hatte. Nie wieder. Genau, und dann, als ich Kinder hatte und er mich wieder sah, hat er mich so begutachtet und hat gesagt, lass mal, zeig mal, wie siehst du aus. Mein Gott, hat er gesagt, also ist ja alles noch frisch hier und so ein paar Falten dazugekommen und so, aber es geht ja alles noch, kann man noch nehmen. Also hat er gesagt, okay. Bei mir hat er gesagt, du wirst nie eine Hauptrolle spielen, wer will denn das Küssen mit den Zähnen?
Oh. Da will man keine Großaufnahme von haben. Ich meine, Entschuldigung, das sind doch weiße Zähne. Ich meine, die sind halt nur ein Stück zurückversetzt. Ja. Ist doch wurscht. Wunderbar. Aber er hat ja auch gesagt, weißt du, ich besetze immer Männer muss man als erstes besetzen, weil da gibt es so wenige Liebhabertypen in Deutschland. Aber so Frauen, gute Frauen, so wie dich, gute Frauen, die gibt es wie Sand am Meer. Ja, aber er war trotzdem ein Herz von Mensch. Und aber er hat auch dann, wie ich dann bei ihm diese kleine Rolle gespielt habe, hat er mich danach dem ZDF empfohlen für eine Pilcher-Hauptrolle. Also, na, so mit den Zähnen war es ihm dann doch nicht. Marion, ich habe Fragen an dich von den Zuschauern. Und zwar... Ich habe schon näher gepasst hier, meinen Mülleimer. Ja, rück mal näher den Mülleimer. Warte mal, wo haben wir es denn? Darf ich noch ein Bierchen trinken? Trink doch mal ein Stück. Warte mal. Oh, guck mal, was ich kriege. Ist der besser? Herr Karl? Hast du denn die Tür aufgekriegt? Eingebrochen? Der Herr Karl hat die stille Örtchentür mit einem Löffel aufgemacht. Um mir einen neuen Bellini zu bringen. Wir glauben, auch der ist schal, oder? Nee, der ist... Kennst du halt, wenn die nichts sind? Die sind nichts, ja, kenne ich. Der ist abgestanden. So, pass mal auf, ich möchte dir eine Frage stellen. Und zwar, was wärst du geworden, wenn du keine Schauspielerin geworden wärst? Irre. Was? Wie Quatsch. Ja, doch. Ich glaube, die Rettung für die Welt oder sagen wir mal die Gesellschaft war schon dieser Beruf. Aber das gilt nicht nur für mich. Also ich glaube, das gilt für viele unserer Kollegen. Meinst du, ich wäre irre geworden? Ich wollte es jetzt nicht so direkt sagen. Aber eigentlich wolltest du es sagen. Also ich meine, wir können uns doch total austoben in diesem Beruf. Und das wenn stimmt. man normalerweise so dann wäre man doch vielleicht irgendwo dann doch irgendwie in Behandlung gekommen. Oder? Ja, das kann gut sein. Das ist ein interessanter Aspekt, weil man kann ja wirklich sagen, zum Beispiel, ich schmink mich ja auch privat fast nie. Ja? Ich schmink mich für stille Örtchen und so, weil ich das auch schon mag, aber wenn ich so privat draußen bin, ich manchmal wieder Schlumpumpi. Ja? Ja. Wo jetzt ich war in Berlin, in so einem Geschäft, um für meinen Sohn, der wird jetzt bald 14, ein Geschenk zu kaufen. Und ich sah aus wie der letzte Schlumpumpi. In Berlin geht das, da sagt so eine Frau zu mir, ich feiere ihren Style, da habe ich auch gedacht. So, hier in München werde ich eher mitleidig angeschaut. Aber das ist schon interessant. Ich brauche selber manchmal die Schminke nicht, weil ich ja weiß, was gehen kann mit Schminke und weil ich es ja oft so oft erlebe. Ja? Also es ist ja auch manchmal anstrengend, auch in der Maske zu sitzen, 1,5 Stunden. Mich strengt es an. Dich auch, ja, oder? Ja klar, strengt es an. Aber ich finde es auch, wenn man so vollgepackt ist, manchmal einfach unangenehm. Ich meine, der Vorteil ist ja, also mir ist das schon mal so gegangen, klingelte jemand und sagte, sehen Sie, kracht. Wissen Sie, dass Sie, also Sie heißen auch noch so? Sie sehen irgendwie, aber eigentlich auch nicht. Ich sage, na, wenn ich geschminkt bin, schon. Also, weil, naja, weil im Fernsehen ist man ja immer geschminkt. Und halt, dann sieht man sich nur bedingt ähnlich. Ja, mich erkennen die Leute auch nur noch an der Stimme mittlerweile. Ne, wenn ich sage, Sie sind doch, ich sage, nein, bin ich nicht. Sag mal, dann hier, Marion. Es gibt eine Frage, die finde ich auch sehr spannend, weil da wollte ich dich mal fragen. Hallo Marion, seit wie vielen Jahren bist du schon bei Plan International und wie viele Patenkinder hast du? Ich habe mitgekriegt, dass du sehr engagiert in vielen Dingen bist. Wie kommt es? Einfach so? Oder hast du das Gefühl, du musst jetzt mal was machen? Also bei Plan bin ich schon ganz, 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 ganz lange. Ich glaube 26 Jahre, 28 Jahre oder irgend sowas. Und das fing mit einer Patenschaft an. Das habe ich so in der Zeitung gelesen. Und ich habe irgendwie gedacht, Mensch, man muss noch was anderes machen. Weißt du, unser Beruf ist ja manchmal so ein bisschen, ja, ich will jetzt nicht sagen oberflächlich, aber schon. Doch, so, sag es, ja, ist oberflächlich, diese Scheinwelt. Und irgendwie
Und daraus ist mein Engagement für Plan gekommen. Ich habe da jetzt auch einen eigenen Podcast, Menschenskinder, wo wir über die Arbeit von Plan... Menschenskinder, habt ihr gehört, das war Werbung. Menschenskinder. Genau. Und wo wir über die Arbeit von Plan sprechen. Und ich habe mehrere Patenkinder. Ich weiß gar nicht, wie viele ich inzwischen... Also im Moment habe ich nur zwei. Aber ich, wenn die erwachsen sind, dann übernehme ich sozusagen immer eine neue Patenschaft. Und was heißt das? Was heißt Patenschaft? Naja, du zahlst sozusagen eine bestimmte Summe im Monat und das geht aber nicht an dieses Kind also alleine, weil dann würdest du ja dieses Kind aus der Gemeinschaft herausheben. Ne? Das ist ja Blödsinn. Sondern das geht in die Projekte und da partizipiert sozusagen das ganze Dorf oder die ganze Gemeinde, die ganze Gegend davon. Ja? Und das ist eben gerade Förderung von Mädchen, also und Frauen, weil die einfach in der Welt, gerade in der sogenannten dritten Welt, einfach oft sehr schlecht dran sind. Und das heißt Bildung, was weiß ich, Schulen. Also zum Beispiel in Indien kannst du nur in die Schule gehen als Mädchen, wenn da Toiletten sind. Und oft sind da gar keine Toiletten. Und dann können die Mädchen nicht in die Schule gehen. Ganz banal. Wirklich wahr? Wirklich wahr? Ja, ja. In Indien ist es oft so, dass Frauen an Nieren erkranken, ganz schlimm, weil die in den Dörfern immer nur aus dem Dorf rausgehen und dann gemeinsam am Abend sozusagen auf die Toilette auf dem Land draußen, auf den Feldern. Und das machen sie in Gruppen und das können sie erst machen, wenn es dunkel wird. Also trinken sie den ganzen Tag nichts. Ach Quatsch. Das musst du dir mal geben. Ja, natürlich. Und das ist, da kannst du dir also vorstellen, dass eine Schule zu bauen mit einer Toilette eine große Sache ist, weil das dazu führt, dass Mädchen gebildet werden können. Ja, ich finde es super. Ich finde es super, dass du dich da unterstützt und ich finde es auch so wichtig, ja? Ja. Dass man einfach irgendwann sagt, jetzt mache ich das. Und jetzt ist aber ja noch was ganz Spannendes, weil hier kam noch die Frage, was machst du im Moment? Und die hätte ich dir auch sonst gestellt, weil du machst irgendwie etwas, wo ich meinen Hut vorziehe, im wahrsten Sinne des Wortes. Du führst Regie. Ich führe Regie, ja. Du zeigst dir schon, wie es geht. Sehr gut. Und zwar wo und wann und wie können wir es sehen? Ja, das ist ein Krimi. Erst habe ich so gedacht, naja, 3-Personen-Krimi, das ist ganz leicht. Nein, das ist nicht ganz leicht, weil das nämlich ganz viele verschiedene Wendungen hat. Und deswegen ist es so interessant. Aber ich habe wunderbare Schauspieler und vor allen Dingen die Hauptdarstellerin. Ich wollte eben... habe auch ein Stück gesucht mit einer Frau als Hauptdarstellerin, die Richtig. Ulrike Frank von GZSZ, eine ganz tolle Schauspielerin und wunderbare Kollegin. Und das ist ein Krimi und das ist für ein Tourneetheater und am 1. Oktober haben wir Premiere. Das ist ja Freitag. Ja, genau. Wo denn? In Wolfenbüttel, dieser sehr schönen Stadt Wolfenbüttel, mit einem wunderbaren Theater in der Nähe von Braunschweig. Da spielen da habe ich mal gelesen, glaube ich. Samstag und dann Sonntag Brandenburg, Stadt Brandenburg. Und dann geht es ein bisschen durch die Nation, eben Tournee. Da bin ich dann ja nicht mehr dabei als Regisseurin. Du bist nur in Wolfenbüttel und in Brandenburg dabei? Genau, weil dann ist ja meine Arbeit sozusagen beendet und die anderen spielen. Und nächstes Jahr geht es dann noch zweimal richtig auf Tournee, im Norden, im Süden und überall. Ein gemeiner Trick. Und das Tolle ist, jetzt müssen die alle machen, was ich sage. Das ist nicht herrlich? Ist das nicht herrlich? Es ist herrlich, aber es ist natürlich eine Zusammenarbeit. Ja, aber trotzdem, ja. Oder? Klar. Aber wann kann ich dich wieder im Theater? Aber kann man da noch Karten für kriegen? Ich glaube schon. Also, weiß ich Und nicht. Und wie kann man das rausfinden? Wie heißt das Stück? Das heißt, Tour erleben heißt das Tourneetheater und das Stück heißt Ein gemeiner Trick. Kann man sich, glaube ich, ganz gut merken. Ein gemeiner Trick. Entschuldige, genau. Hörst du das? Hier ist gerade der Weltuntergang. Hörst du das? Nö. Hörst du nicht? Was ist da? Nein. Es ist totales Unwetter. Oh Gott, echt? Hier nicht. Ist bei euch auch Unwetter? Nix. Ich bin ja gerade in Hamburg und da ist Ruhe. Irgendjemand schreibt gerade was wegen meinem Nachthemd. Ihr Lieben, ich habe immer ein Nachtgewand an mit einem hübschen Faszinator und bin geschminkt. Immer, weil irgendjemand fragt dazu, wie bist du zu der Regie gekommen, Marion? Wie ich dazu gekommen bin? Ja. Ich bin gefragt worden, ob ich auf Tournee gehen will, ja. Was ich tatsächlich auch mache, weil du gefragt hast, wo man mich jetzt sehen kann. Ich bin in der zweiten Hälfte Oktober mit Die Kinder auf Tournee.
ein Öko-Thriller, wenn man so will. Das habe ich letztes Jahr in Hamburg gespielt. Dann spiele ich im November, Dezember in Berlin Theater. Schöne Bescherungen von Ackburn, eine wunderbare Komödie über Weihnachtsabend. Und dann bin ich im März, April nächsten Jahres auf Tournee mit einem Stück mit dem Michael Roll zusammen. Und Wer nimmt den Hund? Der ist auch super. Auch ein tolles Stück. Aber, um jetzt auf deine Frage zurückzukommen, ich bin eben gefragt worden von diesem neuen Tourneeunternehmen Tour erleben, ob ich nicht auf Tournee gehen will. Und habe ich gesagt, nee, aber Regie führen will ich. Und so bin ich dazu gekommen, weil ich das schon ganz, 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 ganz lange wollte. Ja, du hast ja auch genug, wenn du da so viele Stücke machst, hast du ja auch genug zu spielen, dann ist auch mal die andere Seite dran, oder? Genau. So. Und hast du denn jetzt, nach dem Erleben bis jetzt, also bis Freitag, hast du das Gefühl, du möchtest es nochmal machen, Regie führen? Dauernd. Nein! Ja, es macht totalen Spaß. Es ist echt super anstrengend, weil du halt nicht nur deine Rolle im Kopf hast, sondern eben die anderen auch. Ja. Deswegen habe ich jetzt gedacht, erstmal nur drei Schauspieler ist schon ganz gut. Ja. Ich habe eben Ulrike Frank dabei. Ich habe mittendrin fiel einen Schauspieler aus. Das muss man sich auch noch geben. Und dann ist Carsten Hayes dazugekommen, neu. Der hat in Windeseile den Text gelernt, ganz toll. Und Lukas Sauer. Also, weil ich natürlich mich in alle hineinversetze. Ja, klar. Und deswegen wollte ich kein Stück mit 15 Schauspielern, weil ich so dachte, dann... Aber du machst dann irgendwann den nackten Wahnsinn. Ja. Oder? Das ist ein geiles das Stück. Das ist sehr gut. Mara, wir müssen dringend das Foto machen, bevor uns das abhanden kommt. Ihr Lieben, seid ihr bereit? Schürzt das Handy, macht Screenshots und später, wenn es vorbei ist, dann postet ihr es mit in eurer Story, verlinkt die Marian, verlinkt mich. Und das stille Örtchen würde mich sehr freuen. Passt auf, da bin ich so. Marion, jetzt kommst du hoch. Ja? Warte, jetzt bist du aber zu groß, Marion. Warte mal. Warte, genau. Jetzt noch die Nasenspitze runter. Schau mal. Guck mal, mit den Haaren, das sieht aus, als hätte ich so einen Fukuhila hinten. Siehst du das? Mhm. Du könntest ein bisschen lächeln, mein Herz. Guck, wie süß, schau mal. Guck, wie wir aussehen. Hallo! Hallo! Das Interessante ist, dass ich auch die Augen aufreiße, wenn du es machst. Wirklich? Machen? Ja. Das ist doch super. Und ich lache. Wir machen mal traurig beide. Mal lachen. Super! Da hast du das Foto. Ihr Lieben! Da bin ich mal gespannt. Und jetzt, wie immer, unsere beliebte Rubrik 7 Fragen aus 77. Dehne mit Bedacht, denn nun geht es auch ans Eingemach. Liebe Marion, es ist soweit. Ja. 7 Fragen aus 77. Traust du dich 6 Fragen aus 77 und eine von der intimen Liste oder sagst du nein, du willst 7 aus 77? Mit der intimen. Du machst es mit der intimen. Sehr gut. Also, du sagst mir eine Nummer. 18. 18. Hattest du oder hast du einen Spitznamen? Oh, so viele. Wirklich? Ja. Also... Zum Beispiel Fussi. Fussi? Fussi. So hieß ich früher bei meinem Vater, weil der kam aus Köln und ich war so rotblond und der Fuß ist der Fuchs. Fussi. Aber Fussi, nicht Fuchsi, sondern Fussi. Fussi. Der Fuß ist im kölschen Dialekt der Fuchs. Ach, das ist doch schön. Okay. Mhm. Nächste Frage. Und so heißt du noch. So heißt du auch noch heute teilweise. Naja, nicht so oft. Nee. Nächste Frage, meine Liebe. Du musst eine Nummer stellen. Ach so. 27. 27. Für wen hast du denn als Teenie besonders geschwärmt? Oh, Johnny Depp. Als Teenie? Ja, oder? War der dann noch nicht so alt? Nee. Meinst oder? Du? Ja. Und wie hieß denn der? Also ich Obwohl, doch, das könnte sein. Tarzan, wie hieß denn der? Johnny Weissmüller. Ja,
Da war ich sehr klein. Da war ich ganz aber warte mal, wie alt ist denn Johnny Depp? Ihr Lieben, wie alt ist denn Johnny Depp? Ich glaube so in unserem Alter, oder? Ich glaube auch. Ja, was war denn das Erste, was der gemacht hat? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Aber ich fand den auch immer süß. Den fand ich ganz süß. Jetzt finde ich ihn nicht mehr so süß. Jetzt ist nicht mehr so süß. Aber 55 ist er. Nee, 57. Wie alt ist er denn nun? Was 57. Denn nun? 50. Ihr Lieben, ihr müsst euch aber schon einigen, 52. Also auf jeden Fall ist er für 58, sagt jemand. Er ist auf jeden Fall Anfang 50. Man weiß ja auch nicht, ob das stimmt, was er sagt. Stimmt. Cry Baby. Richtig. Das war das Erste. Ah. 21 Jump Street. Natürlich. Lex Barker war Tarzan, meine Liebe. Lex Barker, ja. Aber da war ich ganz klein. Da war es ja auch völlig wurscht, aber das kann man ja trotzdem. Ja. Ich habe ja auch sehr geschwärmt für Tony Curtis. Ja, der war natürlich auch toll. Und wie hieß denn der von Arsen und Spitzenhäubchen? Wie hieß denn der Schauspieler von Arsen und Spitzenhäubchen? Gary Grant? War das Gary Grant? Wirklich? Meinst du nicht, Gary Grant? Arsen und Spitzenhäubchen? Martha? Kann sein. Na gut. Dass der das war. Nächste Nummer, meine Liebe. Ach so, was aus 77? Nicht, dass ich 78 sage. Nee, es ist übrigens, er ist, glaube ich, dein Geburtsjahr, der Johnny Depp. Ah, siehst du, also. Passt. Gary Grant, ich hatte recht, Gary Grant. So. Gary Grant, okay. Nächste Nummer, nicht also Grant. 67 nehme ich. Ganz hinten. Welche ist deine schrägste Angewohnheit? Meine schrägste Angewohnheit? Ja, hast du eine überhaupt? Ja. Das passt übrigens zum stillen Örtchen. Ich finde, die Klorollen hängen oft falsch rum. Und egal, auf welcher Toilette ich bin, nehme ich die ab, weil es mich ärgert, wenn das Papier nicht vorne runterkommt, sondern hinten runterkommt. Dann baue ich das Ding auseinander und baue es wieder richtig, meiner Art richtig hin, um das Papier vorne abzureißen. Du weißt, was ich meine? Ja, ich weiß, was du meinst. Du meinst, du machst praktisch, sozusagen, so. Das darf nicht so hängen? Genau, es darf nicht so hängen. Nee. Nicht so richtig. Sondern es muss so hängen. So muss es hängen, genau. Bei mir ist immer so, wie du auch jetzt schon siehst, egal auf welches stille Örtchen ich gehe, ist eigentlich die Klorolle so oder eigentlich alle. Ach, auch gut. Auch, und ich muss ich das nachfüllen, panisch sozusagen. Macht mich fertig. Ja, ja. Auch. Also vielleicht ein bisschen merkwürdige Angewohnheit. Nee, aber das ist ja auch eine Konzentrationssache dann. Ne? Man geht hin und baut erstmal um. Und sowas. Genau. Und auch auf diesen großen Klos, wo man dann immer so reingreift. Das ist schwierig dann. Da ist es schwierig. Da ist es schwierig umzubauen. Nächste Nummer, meine Liebe. 33. 33, du springst ja, das habe ich ja nie gehabt. Was ist das Verrückteste, was jemals jemand für dich getan hat? Nee, halt! Was ist das Verrückteste, das du jemals getan hast? Für jemanden oder egal, verrückt. Einfach irgendwas Verrücktes, wo du heute sagen würdest, ich muss verrückt gewesen sein. Oh, Schauspielerin zu werden wahrscheinlich, ja. Was? Das würde sehr gut passen, genau. Ja, tatsächlich beim Drehen habe ich gedacht, Mann, ich mache wieder alles selber und so, kein Problem, kriege ich hin. Und das war so, ich musste fliehen von einem Mann, der mich attackieren und umbringen wollte, sprang in ein kleines Beiboot, muss den Motor anwerfen und dann übers Meer wegfahren. Und wir haben das ein paar Mal gemacht und dann ging das Ding nicht an und der Motor und so. Und dann bin ich also losgefahren und nach hinten und voll gespielt und so wunderbar. Nur es war ziemlicher Wellengang. Und nach ungefähr 2 oder 3 Wellentälern sah ich das Boot nicht mehr. Und wir hatten auch nichts ausgemacht, wie ich wieder zurückkomme oder Warnsignal oder ein Walkie-Talkie oder ein Megafon oder so. Es war offen im Meer und es war ein riesiger Welt. So. Und ich mit so einem kleinen Bötchen, so, mit so einem Außenbordermotor, natürlich ohne Sicherheitsweste, weil ich musste ja fliehen. Ich war ja also auf der Flucht. Ja, das würde ich jetzt heute auch nicht mehr so machen. War das beim Traumschiff?
Nee, das war nicht beim Traumschiff. Sag mal, und wie ist das dann ausgegangen? Haben die dann, hast du dann gestoppt? Das war, ich habe Blut und Wasser geschwitzt, weil ich habe auch gedacht, wie wende ich jetzt? Weil wenn ich die Welle wieder so hoch fahre dann, und dann seitlich bin, dann kippe ich mit dem Boot vielleicht. Also habe ich mir ausgerechnet, wenn ich jetzt wieder ins Wellental hinunterfahre, dann ganz schnell auf die andere Seite, weil ich ja ungefähr wusste, aus welcher Richtung ich gekommen war. Aber es war tatsächlich, ist es auch mehr so, dass du ganz schnell aus der Sicht bist. Und denen ist dann auch irgendwann aufgefallen, die Klappe, wir haben ja schon abgedreht, also ist ja schon, wo ist denn die Marion? Das, ja, es hat einen Moment gedauert. Naja, aber ich bin ja noch hier, insofern hat es ja, dann doch... Ja, das finde ich schön, dann danke. Wir haben aber sowas ist halt, da muss echt aufpassen. Ne? Also offenes ja. Meer und so ja. Ist irgendwie... Nicht ohne. Und ich habe wieder so... Voll so, da ah, kriege ich hin, mache ja, ich. Ja, ja, ja. Und das ist so ein Fehler. Ich habe jetzt, wir waren ja jetzt ja. auf der Insel und da sind wirklich andere, also das war da auch, wie wir da im Urlaub waren, sind wirklich drei Jugendliche oder 20-Jährige gesegelt und eigentlich bei Sturm raus und einen haben sie nicht gekriegt. Ne? Also sind wirklich in den Wellen ist das Boot, das geht ja doch, also Wasser ist ja sowieso so ein Element, wo ich der Ansicht bin. Ich habe da totalen Respekt vor, also. Aber macht beim Drehen eben so einen Quatsch oft. Ne? Also wir waren auch mal auf so, auf, ich weiß gar nicht, wo das war, Starnberger See, dann haben wir gedreht. Und wir vorneweg, Kameraboot nebenher. Und dann haben wir irgendwie aufgehört und haben gesagt, wir fahren jetzt mal zurück, weil wir sinken. Und ich habe gedacht, das ist ein Scherz. Ja? Und das Kameraboot ist quasi wirklich untergegangen. Und die sind okay. gerade noch an Land. Und der Kameraassi hat tatsächlich die A-Kamera noch geschmissen. Das ist aus dem Boot raus. Und ist dann mit dem Boot. Und dann ist er aus dem Wasser gekommen. Aber so ein Paddelboot, aber dass der noch als erstes die blöde Kamera rettet. Weißt du? Mhm. Also gut. Mhm. Nächste Frage, meine Liebe. 12. Welche Jahreszeit ist für dich die schönste? Jahreszeit? Jahreszeit. Der Herbst. Warum? Weil es, wenn es einen richtigen Herbst gibt. Ja. Und die Sonne durch die wahnsinnig bunten Blätter rauscht und die Blätter fallen. Und ich mag Sturm. Ich finde Sturm schön. Ich mag das Wind. Und dann draußen sein und dann eine kühle Brise. Gefällt mir. Ja, ich finde den Herbst auch toll. Vor allem kann man dann auch so gemütlich abends so ein schönes Glas Tee trinken, finde ich. Ja. Ja. Oder und sich so einmuckeln. Weißt du? Genau. Einmuckeln, genau. Ich mag, was ich nicht mag, dass ich das Gefühl habe, geht dir das auch so, dass es plötzlich, also dass man immer, also eigentlich ist ja so, bis zum 21. Juni geht ja die Sonne länger auf, ne? Und danach geht es wieder länger unter. Das merke ich aber im Sommer nicht. Und plötzlich gibt es im September so einen Tag, wo ich denke, wieso ist denn jetzt so früh dunkel? Also wo ich das Gefühl habe, wo ich nicht mitkriege, dass mittlerweile schon 2 Stunden das weg ist, das Licht, ja? Sondern plötzlich habe ich das Gefühl, jetzt ist plötzlich dunkel. Aber ich, ja, das ist das leider der Nachteil, muss ich sagen. Ja. Vor allen Dingen morgens. Morgens finde ich es voll fies. So, wenn man beim Drehen so aufstehen muss, wie jetzt das letzte Mal hatte ich irgendwie Abholzeit 5.50 Uhr. Wo ich so denke, da ist ja sogar im Sommer schon noch dunkel. Also 5.50 Uhr ist eine Scheißzeit. Aber die spinnen auch im Winter. Die fangen extra früh an, weil sie Angst haben, dass das Licht weggeht. Wo ich dann sage, aber das Licht geht dann weg, da haben wir schon 10 Stunden gedreht, da müssen wir eh nach Hause. Ja, weißt du? So, ne? Das ist das Ärgerliche. Nächste Frage, Liebe. 2. Deine erste Liebe hieß? Philipp. Ein Franzose. Nein, La Bouclifete oder was? Ja, in Frankreich sind wir immer gefahren in Urlaub und ich war sehr jung, 14 und ich habe gedacht, oh, große Liebe, immer sehe ich ihn in den Sommer und in den Pfingstferien, oh, war eine große Liebe. Hast du den nochmal wieder getroffen? Nee. Nur ein Sommer, ein Pfingsten? Ja, nee, schon ein paar Mal, aber es war ja noch sehr harmlos. Ich weiß ja nicht. Ah, das war noch sehr, sehr dezent. Ja. Philipp, was der wohl macht heute. Hast du geküsst den Philipp? Oh, Marion!
Am Strand oder was? Ja, in den Strand. Und dann habe ich mir sogar gebrochen die große Zehe, weil ich gedacht habe, wir waren zusammen unterwegs und plötzlich hörte ich Stimme, Marion und mein Vater. Und dann bin ich gerannt und ein großer Stein und meine Zehe. Ja, das war nicht so gut. Und wenn ich das Frederik erzähle, er wird weinen. So, dann kommen wir doch gleich zur intimen Frage, Marion. 1 bis 16. Kann ich da auch das aussuchen? Oder? Nee, nein. Ja, doch, 1 bis 16 hast du die schon. Ach, 1 bis 16, hast du ja gesagt, genau, 1 bis 16. Oh Gott, 9. Nein, 8, entschuldige, 8, 8. 8 bis 8, warte. Nein, ja, 8. Welche Eigenschaft von dir bringt deinen Partner regelmäßig auf die Palme? Das ist eine sehr intime Frage. Entschuldige, soll ich eine andere vorlesen? Nein, ist gut. Welche Eigenschaft? Nur hast eine? Du überhaupt eine? Nur eine? Nur eine, also die leidenschaftliche Eigenschaft, bitte. Dass ich keine Geduld habe, glaube ich. Hast du keine? Nee. Ich sage immer, die ist aufgebraucht, weil man die beim Drehen immer braucht und in unserem Job so viel Geduld braucht. Immer warten. Ich hasse oder? Das Warten. Ist und deswegen sage ich immer, ich habe privat keine Geduld mehr. Es tut mir furchtbar leid, ich habe keine mehr. Ja, das bringt ihn auf die Palmen. Und schon immer. Immer sozusagen. Schon immer, ja. Ist er geduldig? Oh, ja. Ich glaube, ich habe ein bisschen abgefärbt. Ach, okay, sind beide. Ja, dann muss es ja irgendwann dann auch locker werden. Ne? Ja, ganz locker. Sag mal, und jetzt, du hast jetzt am Freitag Premiere, das heißt, ihr geht jetzt in die Endphasen. Oh ja. Jetzt wird gerade das Bühnenbild abgebaut und dann nach Wolfenbüttel gebracht und dann beginnen die sogenannten Endproben. Weil dann mache ich wirklich was, weißt du, mit Schauspielern arbeiten und so selber auf der Bühne und so, das geht ja alles noch. Aber jetzt muss ich Licht setzen. Sowas machen. Da habe ich natürlich überhaupt gar keine Ahnung, weil da bist du ja als Schauspieler normalerweise nie dabei. Nee. Also muss ich jetzt hoffen, dass meine wunderbare Kostüm- und vor allen Dingen Bühnenbildnerin da mir ein bisschen ein Input gibt. Weil ich habe schon eine Vorstellung davon, aber wie man das dann umsetzt, das wird interessant. Sag mal, aber du drehst doch auch. Du hast doch jetzt gerade gedreht. Ich habe gedreht. Ich bin ja die Polizeipräsidentin. Ja. Bei der WAPO, genau. Und dann habe ich eben 2 wunderbare Usedom-Krimis gemacht, die jetzt im Herbst kommen. Weißt du schon wann? Ich glaube am 5. und dann 14 Tage später oder am 4. so in dem Oktober, wir reden von Oktober. Wir reden von November. Aha, wenn jemand die Marion sehen will, dann im November. Ich muss dir auch sagen, wenn du jetzt am Freitag Premiere hast, das wollte ich euch sagen, bin ich überraschend beim Kölner Treff eingeladen. Oh, sehr schön. Das heißt, wir haben sozusagen beide Premieren. Nee, bei Micky und Susanne. Ah, okay. Bettina macht diesmal nicht. Aber das heißt, wir sehen den Usedom-Krimi, man kann das anschauen. Könntest du nachher in deiner Story nochmal einfach für 24 Stunden den Theatertournee-Ding reinsetzen, dass man das weiß? Ja, das kann ich machen. Es ist 23 Uhr, wir müssen ins Bett. Hör mal, du bist auch schon ganz klar unterwegs. Du hast heute Morgen Probe gehabt, dann bist du nach Hamburg gefahren, saßt auf dem Sofa, bist jetzt mit mir im Hotel. Das Bild war schon, ihr Lieben, das Bild war schon. Ach ja, das Bild war schon. Da bin ich auch sehr gespannt drauf. Das ist sehr schön, das kriegst du nachher. Marion, es war mir eine große Freude. Ich wünsche dir für die letzten Tage toi, toi, toll, das wirst du rocken und du sagst mir dann, rufst du mich mal an und sagst mir, wie es gelaufen ist. Danke, dass du da warst, Liebe. Vielen Dank. Danke, hat Spaß gemacht. Pass auf dich auf. Du auch. Und krieg das gut hin. Es wird spitze, ich sag's dir. Es wird spitze. Ihr Lieben, ich sage euch was, das wird spitze. Drückt mir die Daumen, guckt euch das an, falls ihr Lust habt. Ich bin jetzt die Woche hier, hab so ein paar... Ich räume die Wohnung ein bisschen um und ich wünsche euch eine schöne Woche und ich hoffe, dass ihr am Freitag dazukommt, wenn ich zum Kölner Treff gehe. Die haben einfach angerufen, vielleicht ist auch jemand ausgefallen, ich weiß es nicht, aber sie haben angerufen und gefragt, ob ich kommen mag und ich gehe da wahnsinnig gerne hin, weil erstens ist ja meine Heimat NRW und zweitens finde ich die ganz toll und freue mich, dass man
mich einlädt. Ich quatsche immer gern, das wisst ihr. Und dann sehen wir uns hoffentlich nächste Woche. Ist ja tatsächlich der 3. Oktober, wenn wir uns sehen. Tag der Deutschen Einheit. Und da habe ich auch einen besonderen Gast, Gästin eingeladen. Das erfahrt ihr am Mittwoch. Außer die Leute, die meins lesen, die wissen das schon. Ich möchte mich sehr bedanken übrigens bei und Gretel, Dermalogica und Hakel. Und wenn ich jetzt nach Köln fahre, habe ich schon Hakel angerufen und gesagt, ich will jetzt die Werke besichtigen. Ich will jetzt ins Klopapierwerk. Ich will Frau Dr. Jung treffen und sehen, wie es im Klopapierwerk ist. Und da nehme ich euch mit, wenn ich da bin. Da mache ich immer Filmchen, weil da, ich möchte von diesen, weil es ist ja noch richtig so analog, ne? Oh, mein Hütchen rutscht. Da möchte ich vor diesen großen Klopapierwalzen stehen. Ich möchte mir das angucken. Ja, ich danke euch auf jeden Fall, dass ihr mein Unterstützer seid. Ich danke euch, dass ihr wieder dabei wart, dass ihr einen schönen Abend habt noch, dass ihr gut schlaft heute, dass ihr einen guten Start in diese Woche habt. Egal, was mit der Bundestagswahl ist, ich hoffe, dass es in eurem Sinne entschieden ist. Und passt auf euch auf, genießt die Woche, kommt gut rein und wir hören uns ganz bald. Und das war mein Hütchenrutsch. Wir sagen Dankeschön und auf Wiedersehen. Genießen Sie die Zeit, bis wir uns wiedersehen, wenn es wieder heißt, auf ein Wörtchen bei Ruhig still Mörtchen.